Yes, meine Lieben, ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin gerade in einer Schule in Baden-Württemberg. Ich möchte euch kurz was zeigen und dann werde ich gleich ein paar Sachen dazu sagen. Natürlich auch da drüben. Kurz und knapp, natürlich wird in den Schulen Propaganda getrieben. Und wo waren denn die ganzen Lehrer, die doch gegen oder für Gerechtigkeit waren, für Gegenspaltung, gegen Diskriminierung, gegen Ausgrenzung, aber für die Testerei bei den Kindern, die nicht davon betroffen sind, die Masken, die Schlumpfungen, die Ausgrenzung, die Diskriminierung unter den Kindern, unter den Mitschülern waren sie nicht dabei. Aber jetzt können sie ja zeigen, dass sie doch für Frieden und Gerechtigkeit sind. Für sowas setzen sie sich ein, weil natürlich, weil die Mainstream natürlich doch ihnen den Rücken stärkt. Also man übt es sogar bei den Kindern jetzt schon aus, Thema Russland-Ukraine, dass es natürlich in die Wurzel reingeht der Kinder und man das nicht mehr rausholen kann. Genauso wie die Testerei, genauso wie die Angst, genauso die Masken, genauso alles, was dazu gehört den Kindern, was man angetan hat, was in der Psyche bleiben wird, in der Wurzel bleiben wird. Und jetzt natürlich muss auch Russland-Ukraine, dieser Krieg, diese Sachen, alles, was dazu gehört, diese ganze Show, muss natürlich auch bei den Kindern anfangen, statt den Kindern natürlich andere Bildung zu geben, mit ganz anderen Sachen zu übermitteln. Den Kindern präsentieren sie natürlich den Kindern wieder Angst und Angst und Angst und Spaltung, Ausgrenzung, Diskriminierung, und die Lehrer machen genauso wieder mit. Sorry, dass ich hier alle Lehrer mit beziehe, aber jeder hat seine eigene Entscheidung, mitzumachen oder nicht mitzumachen, und es macht so gut wie 90% der Lehrer mit, und deshalb muss ich sie ins Boot nehmen, denn ihr könnt dafür sorgen, dass ihr nicht die Spaltung, Diskriminierung bei den Kindern mit beiträgt. Und das von mir. Ich bin ja eine Schule in Baden-Württemberg und das ist wahrscheinlich nur eine Schule von vielen. Und das ist nur das, was ich von außen gesehen habe. Ich möchte nicht wissen, wie es im Klassenzimmer ist, wie viel Propaganda, auch wie viel Mundpropaganda nochmal durch die Lehrer ausgeübt wird, weil sie sind ja für Gerechtigkeit und Diskriminierung. Aber tun selbst andere Kinder diskriminieren wegen einer Maske, wegen Testerei, wegen Ausgrenzungen und alles, was dazugehört. Kurz bevor ich noch vergesse, eine Randergänzung. Und zwar alle Lehrer, die das jetzt sehen werden, und ich hoffe, dass es auch viele sehen, weil ihr sorgt nicht dafür, dass es dann mehr Gerechtigkeit gibt oder sonst welche Sachen, sondern es wird noch mehr Diskriminierung, Ausgrenzung und Spaltung geben, und ihr tut es wieder mitbewirken, was ihr auch bei den Tests, bei den Schlumpfungen, bei den Masken und alles, was dazu gehört, macht ihr genauso wieder mit und übt einfach das aus, was sie euch wieder vorleben, euch wieder übermitteln, und ihr setzt es wieder um. Man hat doch mitbekommen, wie viele Kinder jetzt ausgegrenzt werden, gemobbt werden, geschlagen werden, die nur russischstämmig sind, und ihr, die wohl nichts mal was dafür können, und ihr macht es wieder mit und ihr sorgt dafür, dass es wieder eine Spaltung, wieder eine Diskriminierung gibt, schon bei den Kindern. Also überlegt mal, was ihr wirklich da macht und was für eine Verantwortung ihr eigentlich habt, und das könntet ihr für das Positive nutzen, und jeder von euch selbst entscheidet, ob ihr mitmachen wollt oder nicht.